Schmolle Hölle, Schmolle Hölle, Schmolle Hölle, Schmolle Hölle, Schmolle Hölle. Here we go. Hallöchen Leute, Valamorgulis und willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Blau. So, wir sind also am Indigo-Plateau und ich habe gerade heftigst trainiert. Bestimmt 2 Stunden am Stück habe ich trainiert, kein Scheiß. Und es sieht jetzt wie folgt aus. Wir haben das Magneton auf Level 51. Genau. Wir haben das Turtok auf Level 50. Das Dragonier auf 54. Dieses hat Drachenwut gelernt. Wir haben das Mew auf 51. Und das Magma, vielmehr ein bisschen schwer, immerhin auf 43. Und somit des Feuerschlags mächtig. So. Jetzt wollen wir noch kurz in den PC schauen. Und etwaige Items mitnehmen, die wir noch vergeben können. Okay. So, komm, wir nehmen erstmal alles mit und schauen, was es dann gibt. Sonderbonbons nehmen wir auch mit. Da habe ich extra 6, also ich habe geguckt, wir haben 6 Stück. Und das sind genau 6 Level für Dragonier, sodass wir einen Dragoran haben. So, ja, Psychokinese wollte ich sagen. Ich glaube, wir können eh noch das ein oder andere verkaufen. Oh, vielleicht auch nicht. Ja, die behalten wir mal noch. Elixier behalte ich. Fluchtseil. Ja, gut. Flöte zum Aufwecken ist nicht so schlecht. Megablock kann weg. Yep. Und gab es noch was? Verkaufbares? Nein. Okay, dann gebe ich jetzt... Oh, wir könnten auch das Markt... Nee, komm. Nee. Ich will einen Dragoran. Ja. Okay, Sonderbonbon auf Dragonier, 55 und Hyperstrahl, cool. Ich mag zwar keine 2-Runden-Attacken, aber Hyperstrahl ist einfach mal so episch, dass ich das lernen werde für Slam, ja, für Slam. Zack, wer weiß, ob wir das überhaupt einsetzen, aber lieber haben als brauchen, ne? Ach, auf 55 entwickeln wir uns. Oh Gott, ich dachte auf 60. Oh, okay. Dann begrüßt Dragoran mit mir, Freunde. Ja, mein Dragoran. Oh, geil. Das epische Drachen-Pokémon. Gut, dann können wir den Rest ja an Magma geben. Ne? Das ist das Einzige, was die Bonbons jetzt noch gebrauchen kann. Also... Tja, für Flammenwürfe wird es leider nicht mehr reichen. Das lernt es auf Level 53 oder 54 oder nee, 55 sogar. Also Mitte 50 möchte ich mal so verallgemeinert sagen. Aber jetzt auch noch Rauch. Ach so, ich dachte Smog. Smog lernen wir ja auch noch. Gut, Rauchwolke brauche ich nicht. Nein. Ja. Okay, so. Dann wollen wir hier mal die ersten Items schauen. Und zwar, was haben wir denn schönes? Traumfresser. So, das kann direkt gleich weg. Dann haben wir Himmelsfeger. Auch eine 2-Runden-Attacke. Kann Jupiter lernen. Brauch's aber nicht. So, dann haben wir Überroller. Auch nicht. Nee, eigentlich nicht. Explosion? Nein. Also, die 4 können wir alle verkaufen. Das haben wir denn hier schönes? Donnerwelle. Oh, okay, noch eine Donnerwelle. Also, Mars hat sowieso. Auf Dragoran gar nicht so schlecht. Auch auf Mew gar nicht so schlecht. Ich liebe Donnerwelle. Paralyse ist einfach der Bringer, ne? Warte mal, wir haben auch noch Psychokinese, das hat's schon, und Erdbeben. So, Erdbeben. Gegen was könnte Erdbeben nachher gut sein? Vielleicht gegen die Geister. Ah, da haben wir auch Psychokinese. Aber wir haben noch 2 Schrottattacken, ne? Das Metronom und Pfund. Und deshalb lernt es jetzt auch Donnerwelle. Und vielleicht wäre es auf Dragoran besser gewesen. Jetzt ist egal. Und ja, okay, das war's erstmal hier. Dann werden wir schnell den Kram hier verkaufen. Yep. Und... Yep. Okay, weiter geht's. Wir haben noch Psychokinese und Erdbeben. Auf die freue ich mich ja ganz besonders. Erdbeben wird wohl Mew erhalten.
Psychokinese weiß ich nicht. Weiß nicht, ob sie überhaupt noch wer anders lernen. Ups, wer anders lernen kann außer Mew, dass es schon kann. Hier haben wir Psychokinese. Und da unten sehe ich schon Erdbeben, die 26. Jawohl. So, und den Rest habe ich damals schon alles verkauft. Oh, hier auch noch einer. Als ich so viel Kohle... Oh, ich habe die Angel mitgenommen. Klasse. Als ich die ganze Kohle brauchte, ne, da habe ich schon eigentlich so gut wie alles hier verkauft. Hier, Carbon haben wir noch einmal. Was gibt's denn noch Schönes? Meisterball brauchen wir später. 14. Weiß der Geier, was es ist, ne? 22 sehe ich hier. Und das könnte es gewesen sein. Hier ist das Fahrrad, das habe ich vorhin mal abgelegt. Ja, das war's. Ach, stopp. Ach Gott, nein. Diese blöde Angel hier noch weglegen. Angel, Angel, Angel. Angel, Angel, Angel. Weg. So. Okay, ich pumpe alles ins Mew. Daher auch dieses Carbon. Mew. Initiative, jawohl. So, jetzt haben wir die 22. Solarstrahlen. Nix für mich, mag ich nicht. Dann haben wir... Okay, hier die beiden gleich. Dann haben wir Toxin. Okay. Und Blizzard. Ja, Blizzard, nix für mich. Mag ich nicht. Okay, mal, ich bin gespannt, ob jemand Psychokinese lernen kann. Oh. Okay, Jupiter kann es ohnehin schon. Ja, dann Magma. Die Psychokinese gar nicht so übel. Das nehmen wir. Doch, das nehmen wir. Das gefällt mir, muss ich sagen. Klar, ist keine Step-Attacke, aber gefällt mir auf jeden Fall. Finde ich gut. So, Glut kann weg. Feuerschlag haben wir. Also Glut weg und Psychokinese. So, und jetzt bin ich gespannt. Wer kann Erdbeben lernen? Ja, Mew und Turtok. Okay, Turtok. Nee, komm, wir pumpen es ins Mew. Ich will einfach ein göttliches Mew haben. Mit so vielen verschiedenen Attacken, das ist einfach nur geil. Ich glaube, wir könnten es einfach mal nur mit Mew probieren. Vielleicht ein bisschen anmaßend, aber man könnte es probieren, ohne Scheiß, ne? So, und jetzt haben wir nur noch, was geil wäre, Toxin. Aber ich habe nicht vor, lange Kämpfe daraus zu machen. Darum kommt es auch weg. So. Weg. Ups. Sorry. Weg. Und weg. So, jetzt können wir noch ein bisschen was kaufen. Und zwar Top-Genesung. Komm, nehmen wir mal drei mit. Man weiß nie. Vor allem gegen Gift und bla bla. Top-Trank. Tränke haben wir genug tatsächlich. Hyperheiler nehmen wir mal ein paar mit. 5. Beleber. 5. Und Top-Schutz haben wir. Okay, das war's. Das war's. Dann wollen wir starten, Freunde. Wollen wir starten? Lorelei ist die erste. So, gegen Lorelei werde ich, ja, Mars ist schon oben, perfekt. Gegen Lorelei werde ich so gut wie nur mit Magneton arbeiten. Die hat nur Wassereis. Eignet sich Magneton ganz hervorragend. Los geht's, Freunde. Ab in die Top 4 zu Lorelei. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Haha, bist du bereit? Oh ja, Baby, ich bin bereit. Dann zeig mir, was du kannst. Und ich zeige dir, was ich zu bieten habe. Ne? Oh, sorry. Call of the Speedtastic und Yugong. Hoch, ein Wassereis-Pokémon. Wir werden mit Donnerblitz arbeiten. Ja. Okay, also das sollte eigentlich gar kein Problem sein, weil Donnerblitz... Schmale Hölle! Unglaublich stark ist und sie nur Wassereis-Pokémon besitzt. Eigentlich nur Eis, Wasser, also zumindest auch Wassertypen. Abgesehen von Hosana, was glaube ich pur Eis ist. Da könnten wir sogar mal mit Feuerschlag rangehen, um ein bisschen Abwechslung ins Spiel zu bringen. Aber das hier regelt, würden wir alles mit One-Hits regeln, höchstwahrscheinlich mit Magneton. Und ja, 2300 XP, schaut euch das an, Wahnsinn. Hier hätte ich leveln sollen. Ah. Ihr glaubt das nicht, ich bin bestimmt eine Stunde lang in der Siegestraße rumgelaufen und habe Dragonier gelevelt. Ich bin eine Stunde lang in der Seeschauminsel rumgelaufen und habe hier Magneton gelevelt. Ich bin eine Stunde lang in diesem, oh, Rosana, komm hier, nehmen wir mal Magma. Ich bin eine Stunde lang in diesem Feuergebiet auf der Zinnoberinsel rumgelaufen und habe Turtok gelevelt. Also, es war wirklich eine Pracht. Ich habe mir gefühlte 10 Kaffee reingezogen. Herrlich, einfach herrlich. So, komm, Feuerschlag gegen Rosana. Das dürfte eigentlich knüppeln.
auch wenn Feuerschlag jetzt nicht die Bombenattacke ist, aber wir sehen es, läuft ziemlich gut. Wir sind noch recht schnell. Auf jeden Fall schneller als Rosana, sei es mal dahingestellt, wie schnell wir sind. Schmande Hölle! Also das funktioniert doch ganz hervorragend. Und ich würde Lapras auch Wassereis, von daher nehmen wir wieder Magneton. Boah, ich würde auch gerne die ersten beiden jetzt schon in diesem Part machen und die restlichen im nächsten Part. Und das werden wir auch schaffen. Also bislang läuft es ja ausgezeichnet. Keinerlei Probleme. Wir haben natürlich auch die wunderbaren Typen, also. Schmande Hölle! Ja, wir haben natürlich die besten Typen hier. Natürlich bewusst ausgesucht. Und ja. Wie kannst du es wagen? Du bist besser als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten. Gut, dann gehe ich mal weiter, ne? Hier kommt Bruno. Er hat Kampf- und Steins-Pokémon. Und er fängt, glaube ich, mit einem Onix an. Darum, weil wir es neu haben, werde ich mal mit Kepler hier rangehen. Mit dem Dragoran. Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Oder wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff. Okay. Das ist auch gar kein Problem. Das kann ich jetzt schon mal prophezeien. Das werden alles One-Hits. Vermutlich wird die Top 4 relativ easy. Habe ich gerade so im Kopf. Lorelei, Agathe können schwierig werden, ja. Aber hier, das sind alles One-Hits, da können sie gar nichts gegen machen. Surfer und Tschüss. Dragoran ist auch ziemlich schnell. Da kann er nichts gegen machen, gegen die ganzen Kampf-Pokémon habe ich mein Mew. Auch da kann er, oder auch Magma, ach komm, wir nehmen mal Magma gleich, wir haben Psychokinese. Er kann null dagegen machen. Klar, ich meine, so ist es ja erdacht, ne, dass wir die perfekten Typen gegen die Top 4 haben. Und, okay, gegen Siegfried und natürlich gegen den Champ, ne, der wird's hart. Aber bis dahin sollte es ein ziemlicher Spaziergang werden. Und so stelle ich mir das zumindest vor, ne? Schöner Spaziergang. Ich meine, ihr habt genau deshalb auch jetzt sehr, sehr gut trainiert. Vielleicht hätte ich es gar nicht machen sollen, aber klar, das ist einfach, ich wollte es so. Ne? Ich wollte meine Level haben und damit bin ich jetzt auch auf jeden Fall zufrieden, dass wir hier einen Durchmarsch starten. Dann die letzten beiden vermutlich schwieriger werden. Und wir dann im letzten Part noch die Vögel und Mewtwo fangen können. Da freue ich mich ja ganz besonders drauf, vor allem auf Mewtwo. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die Top 4 nochmal machen, nur mit Mew und Mewtwo. Oh, wie genial, wie episch ist das? Mutter und Tochter zusammen, nur Mew und Mewtwo, die alle geilen Attacken können. Surfer auf Mewtwo. Oh, das wäre göttlich. Ich glaube, das machen wir auch. Da habe ich gerade Lust drauf. Mewtwo. So, Macho Mai. Oh, ja, gehen. Oh, Mega Kick. Nein, nein, jetzt knechte mich nicht. Oh, eine Geofissur sitzt er hier an. Na, holy shit. Gut, dass es nicht getroffen hat, aber es trifft ja eh nie. So eine blöde Attacke, wirklich. Oh, schaut euch das an, wie stark es ist. Na klar, wie gesagt, Psychokinese ist keine Step-Attacke von Magma, darum überlebt es. Aber Wahnsinn, wie stark Macho Mai ist, dass es in Psychokinese überlebt. Irre. Schmarrn der Hölle. Wäre es kein Volltreffer gewesen, hätte er, glaube ich, auch die überlebt. Hui, Level 49! Vielleicht lernen wir noch Flammenwurf. Aber naja, 6 Level kriegen wir ja nicht mehr. Wie konnte ich verlieren? 5-7, irre. Ich bin erledigt, doch die nächste Herausforderung wartet bereits. Kommt Leute, es läuft wunderbar, das machen wir auch noch. So, sie hat Gift und Geist. Dann nehmen wir mal Jupiter vor. Jupiter ist zwar durch sein Psycho oder ihren oder ja. Achso, Professor Eich lobt dich in höchsten Tönen, junger Mann. Er war einmal ein gut aussehender, stattlicher Mann, doch das war vor Jahrzehnten. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex, aber Pokémon wollen ja kämpfen. Otto, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Ja, sie hat ja, Mew hat natürlich einen Kontertyp, also sehr anfällig gegen Geisterattacken, aber dadurch, dass Gengar und Alpollo auch Gifttypen haben, ist Psychokinese auch sehr effektiv gegen sie. Also es ist ein Geben und Nehmen, wenn man so will. Und daher arbeite ich jetzt mit Jupiter. Und das sollte ein One-Hit sein. Da bin ich relativ okay, nicht? Nein? Oh, jetzt geht's los hier, Hypnose. Würde bestimmt gleich ein Traumfresser folgen und dem gehe ich, da kontere ich direkt mit einer Pokeflöte. Allein geschlafene Pokémon sind aufgewacht. Und er macht noch einmal Hypnose, jawohl. Und da kriegst du nochmal die Flöte ab.
Nachtnebel. Ja, das dürfte jetzt ziemlich reinhauen. Wobei Nachtnebel habe ich... War das nicht auch so eine Attacke, die irgendwie so und so viel... so und so viel Damage je nach Level macht oder so, ne? So ähnlich wie Geowurf, glaube ich. Aber ich weiß, kann mich auch täuschen. So, Level 52 für Mew. Golbat, ja. Pass auf, das machen wir mit Mars. Das werden wir schön vom Himmel brezeln, ne? Mars, zeig dich! Und mach einen Donnerblitz. Ja, er ist schneller und natürlich verwirrt er mich. Natürlich. Und ich werde mich selbst hauen. Es ist so... Ich hasse es. Gut, dass er es nochmal macht. Immerhin ist er blöd. Ja. Und das müsste eigentlich reichen. Komm. Das muss reichen. Jawohl. Perfekt. Sauber. 2000 Erfahrung. Apollo, gut. Hier gehen wir wieder mit Mew ran. Jupiter. Wir haben noch kaum, noch gar nichts verloren, wenn man so will, ne? Ich bin ja nicht ganz so vielleicht. Gut, so, wieder ein Psychokinese. Ich müsste schneller sein. Ja, es ist kaum was schneller als Mew, wenn man mal ehrlich ist. Mew hat einfach die Monsterwerte. Schmunde Hölle! Mew hat einfach die Monsterwerte. Und, Arbok, ebenfalls Gift. Können wir also auch mit Psychokinese ran. Gar kein Problem. Wahrscheinlich werden wir Erdbeeren uns überhaupt nicht brauchen. Wogegen auch? Boden, Feuer gibt's nicht. Es gibt keinen Stein. Auch wenn, weiß gar nicht, ob Erdbeerboden gegen Stein effektiv ist. Aber wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach mal aus Jux. Mache ich jetzt einfach mal Erdbeben gegen Gengar. Gucken, wie es funktioniert. Einfach weil Erdbeben eine Bombenattacke ist. Grundsätzlich. Darum möchte ich jetzt mal Erdbeben nehmen. Ja, relativ erfolgreich. Es ist sehr effektiv. Genauso wie auch der Nachtnebel, aber töten wird er uns nicht, das haben wir eben schon gesehen. Ja, alles klar. Gut, dann machen wir noch ein Erdbeben und dann war es das mit dem Gengar, ne? Wusch. Achso, noch nicht. Wusch. So. Tschüss, Gengar. Wir brauchen gleich den ersten Trank. Alter, dass das so gut läuft, hätte ich ja nicht gedacht. Schon 3 Trainer besiegt, der Wahnsinn. Wirklich, du bist ein ganz besonderes Kind. Ja. Du hast gewonnen, nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setze deinen Weg fort, mein Junge. Okay, mach ich. Vorher geben wir aber einen Hypertrank. Nur noch 6 Stück, na gut. Zack, Hypertrank an mir. Wir gehen schon mal weiter. Jetzt werden wir, ohne mein Zutun, ihr seht es, werden wir zu Siegfried geführt. Ja. Gut, so, hier werde ich jetzt speichern. Und gleich, also jetzt muss ich hier beenden. Jetzt kommt nämlich noch Siegfried und der Champ. Und das machen wir ganz gechillt im nächsten Part. Da will ich mich jetzt nicht hetzen. Und deshalb sage ich schon mal, Leute, wenn euch der Part gefallen hat, macht das doch gerne kenntlich mittels eines Daumen und oder Kommentars. Und ansonsten, ja, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin sage ich erstmal Tschüssi, gotta catch 'em all und bis bald.